Hallo Leute und willkommen zurück hier zur Schwarze Witwe Challenge, wo die Hannah sich anscheinend ganz schnell umgezogen hat. In der Zwischenzeit, warum auch immer, und jetzt da ein bisschen auf dem Laufband rennt. Meine Gute, du hast leider wenig Spaß. Du bist jetzt am Trainieren und ja, ich weiß ja nicht. Ja, du, ne? Du bist hier, glaube ich, der Fitnesstrainer. Dich werde ich mir auch noch irgendwann schnappen. Ich finde es ja schön, dass sie gerade trainiert. Oh, ich habe einen neuen Follower. Dankeschön. Ich wollte aber kurz mal schauen, was es hier in der Umgebung so gibt. Und es gibt genau das, was ich brauche. Denn einige von euch haben einen tollen Vorschlag gemacht. Und zwar, dass wir... Ja, geh ruhig in deinen... Ganz ehrlich, das Fitnesscenter ist total doof, ne? Da bin ich übrigens wieder. Das Fitnesscenter ist total doof. Ganz ehrlich, man muss hier einmal komplett rum. Ja, was ich sagen wollte, einige von euch haben einen ganz tollen Vorschlag gemacht. Und zwar, dass es doch super lustig wäre, wenn wir von jedem unserer Ehemänner... Oh, wenn du der Gruppe Gartenzwerge... Was sagst du dazu? Oh ja, ich bin dabei. Ja, von mir aus, ist schon okay. Wer ist da noch so drin? Ich freue mich, dass du dich... Wir halten eine... Ach so, ihr haltet eine Gruppenversammlung ab. Ja, nee, jetzt gerade nicht. Also es freut mich sehr, dass ich in der Gruppe bin. Ich möchte aber jetzt hier kurz meinen Gedankengang nochmal weiter ausführen. Kokettes Gemälde kannst du mal malen. Und zwar haben mir einige von euch den Vorschlag gemacht, die verflossenen und die toten Ehemänner zu malen. Und ich muss sagen, ich finde die Idee super toll, dass wir dann so eine kleine Galerie zu Hause haben von den ganzen Männern, die wir unter die Erde gebracht haben. Das Problem dabei ist, wir müssen nach Vorlage malen. Und das geht, soweit ich weiß, erst ab Level 3 der Malereifähigkeit. Das heißt, wir müssen vorher ein bisschen malen und rumpinseln. Ich werde dann auch für zu Hause noch eine Staffelei kaufen. Ich denke, die können wir uns schon leisten. Ohoho. Ja, du bist ganz kokett. Und dann werden wir die Gemälde einfach leider nicht verkaufen können, sondern in unserem Inventar lagern müssen. Aber das ist ja kein Problem. Und dann haben viele von euch auch noch geschrieben und gefragt, wie das mit Büchern ist, ob die Hannah Bücher schreiben darf. Ich habe dazu in den mehreren Regelwerken, die ich gelesen habe, nichts gefunden. Also da stand überhaupt nichts von Büchern, deshalb bin ich mir da selbst nicht ganz so sicher. Würde aber fast sagen, dass es nicht geht, denn Bilder verkaufen geht schließlich auch nicht. Warum sollte es dann bei Büchern erlaubt sein? Dann würde ich fast sagen, lassen wir das auch mit den Büchern. Aha. So, und bis Level 3 kann es noch ein bisschen dauern. Du musst da tatsächlich ein wenig malen. Und wirklich viel Spaß hast du dabei auch nicht. Das ist jetzt gerade ein bisschen, naja, kontraproduktiv, würde ich mal sagen. Aber so ein, zwei Gemälde kann man dann schon mal machen. Ja, und wir sind jetzt in unserer ersten Gruppe. Wow, das ist fantastisch. Die Gartenzwerge. Ich habe keine Ahnung, was diese Gruppe tut. Können wir da mal nachschauen? Gartenzwerge, Moment. Gibt es da irgendwelche Infos oder sonstiges Gruppendetails? Da ist es doch. Überall um uns herum ist Natur. Geh hinaus und erkunde sie. Wenn du gerne wanderst, angelst und gärtnerst, bist auch du ein echter Gartenzwerg. Ja, ganz bestimmt. Die Moira ist da drin, der Björn, was schon mal sehr gut ist. Er ist ein Bekannter von uns. Dann der Lukas, den kenne ich gar nicht und wir sind da drin. So, es wird gerne gesehen, dass wir den Garten pflegen, Frösche suchen und angeln. Ja, das ist auch soweit in Ordnung. Wer weiß, wie oft ich da was mit der Gruppe machen werde, ich bin mir da nicht so sicher. Aber es ist schon mal gut, dass wir eingeladen wurden. Das freut mich. Oh, das Gemälde ist sogar ganz nett. Ich muss jetzt mal eben schauen. Leinwandrahmen. Ja, im Inventar platzieren, weil was anderes können wir leider nicht machen. Ich überlege gerade, ob wir direkt noch eins malen. Vielleicht mal ein klassisches großes, wenn wir gerade schon dabei sind. Das wäre ganz gut. Ja, So, du hast noch nicht mal die Hälfte von Level 1, aber das wird sich hoffentlich dann bald ändern. Und ich würde super gerne dann heute Abend mal in den Club gehen. Sie hat auch schon Hunger. Eventuell gehen wir vorher noch ins Café und essen da eine Kleinigkeit. Ach, du malst jetzt dieses Häschen. Ja, das ist ja wunderbar. So, ich schaue mich mal kurz hier in der Gegend um, ob hier zufällig jemand ist, der gerade auf den ersten Blick sehr interessant wirkt. Aber nein, leider nicht. Die Stadt ist ein bisschen wie ausgestorben, habe ich das Gefühl. Da hinten fährt ein Auto. Ihr seid alle im Fitnesscenter beschäftigt und da sehe ich doch schon, wer ist das denn? Ist das die Rachel im Weihnachtspulli, die da Liegestütze macht? Ja, ich glaube, das ist Rachel im Weihnachtspulli. Okay. So, dann... Oh, wow, das ging ja jetzt doch ganz schnell. Gleich mit Level 1. Na, vielleicht machen wir das dann noch voll. Solltest du es jetzt dabei nicht schaffen. Ansonsten würde ich sagen, genügt dann auch erstmal Level 1, beziehungsweise jetzt Level 2. Ach, supi. Ja, das ist ja toll. Aber du hast wenig Spaß. Och Mann, das tut mir so leid.
Das tut mir wirklich leid. Da ist ein Kaffeebesuch, wo du ein bisschen was futtern kannst, gleich vielleicht genau das Richtige. Auch wenn du jetzt gerade inspiriert bist, so im Inventar platzieren. Und ansonsten, ja, Hygiene, da sieht es auch nicht so gut aus. Ich würde mal sagen, wir besuchen das Café. Wollen wir denn jemanden mitnehmen? Wollen wir den Stefan? Ja, dann könnten wir unsere Beziehung noch ein bisschen weiter ausbauen. Wisst ihr was, das machen wir mal. Juhu! So, er hat sich schon umgezogen, das ist supi. Vielleicht solltest du dich auch umziehen, so deine Alltagskleidung anziehen. Und dann kannst du mal, was können wir denn bestellen? Zum Mitnehmen, zum Hieressen? Cannelloni. Ja, das passt schon. Cannelloni sind okay. Oh, wer sitzt denn da? Ist es der Sarazza? Das ist der Sarazza, ist ja unglaublich. Und der Typ geht da oben jetzt erstmal aufs Klo, der soll sich doch zu mir setzen. Und der Max Gruber, ach wie cool. Ja, das freut mich. Der wäre auch ein richtig gutes Opfer. Oh Leute, so viele Möglichkeiten hier. Ah, der Sarazza wäre natürlich auch ein super Opfer, ne? Freundlich vorstellen. Machen wir einfach mal. Sarazza, bleib doch hier. Ich wollte jetzt gerade mit dir plaudern. Hey, Sari, komm noch mal rüber. Ansonsten nehmen wir einfach den Max. Mit Max tanzen, freundlich vorstellen. Björn, ich habe gehört, dass du dich mit Stefan Breuer angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Ja, schön. Fragt sich nur, wie lange er noch ziemlich cool ist. So, stellt sie sich jetzt vor, entweder bei Max oder bei Sarazza. Vor allem hier im Anzug, ne? Ganz merkwürdig. Und da kommt unser eigentlicher Typ. Setz dich doch mal hier hin. Hände küssen, Ständchen bringen, über Träume reden. Ja, hallo, ich bin die Hanna. Ja, Sarazza ist wohl nicht so gesprächig. Ja, schade. Ah, jetzt sagt er auch mal was. Das ist schön. Plaudert sie jetzt gerade hier mit beiden? Beziehungsweise mit allen dreien? Na, das fängt ja schon gut an, ne? Drei Männer hier gleichzeitig. Sie darf nur das Essen nicht vergessen. Und unbedingt viel Spaß bringen die jetzt anscheinend auch nicht, ne? Samba. Ja, ich weiß ja nicht, Sarazza, ob du so der beste Gesprächspartner hier gerade bist. Und der Stefan setzt sich einfach nicht zu uns, ne? Das ist doch jetzt unser fester Freund, der kann doch mal sich hier hinsetzen. Aber ich glaube, er will nicht wirklich. Ja, also, ich quatsch richtig gerne. Ja, ich quatsch gerne so fremde Leute wie dich an. Ja, vor allem Männer. Ja, wichtig ist, dass es Männer sind. Ah, das gefällt dir, das freut mich natürlich. Du bist also der berühmte Sarazza. Wie er sie beobachtet. Er sitzt da mit Carla Creep. Oh Gott. Und jetzt kommt auch noch der True MG. Jetzt kommen die ganzen Gronk.de-Leute hier. Ja, vielleicht stinke ich ein bisschen, aber ich mag auch Grillkäse-Sandwich. Und Abwasch mag ich nicht so gerne. Naja. Ah, wir futtern hier. Wie er sie anschaut. Er ist total verliebt. Aber das ist schon mal gut, dass wir den Sari kennen. Über Weltfrieden reden, ja, ich weiß ja nicht. Ich würde gerne irgendwas Lustiges machen, aber ich habe das Gefühl, das sind jetzt hier nicht so die Witzkanonen, irgendwie Witz über Aliens. Oh, hat sie jetzt dem Sarazza den Kuss zugeworfen oder ihm? Oh Gott, Hannah, du bist so bescheuert. Weißt du, er trinkt da genüsslich seinen Kaffee. Was macht sie jetzt? Sarazza haut ab. Und was hat sie jetzt vor? Möchte sie ein Buch lesen? Nein, du brauchst nichts lesen. Pass mal auf, meine Liebe, hier oben sind doch irgendwo Toiletten, ne? Du musst doch zur Toilette, oder? Nee, Hygiene. Du musst gar nicht zur Toilette. Doch, ein bisschen. Dann geh mal bitte zur Toilette. Oh cool, hier steht ja ein Schreibtisch, sehe ich jetzt erst. Aber das ist traurig, dass sie hier nicht so wirklich Spaß bringen, die Leute. Der True MG sitzt da mit dem Zombie. Ach, wie cool. Da kommt die Sam Peters. Oh, ich mag das, Leute, dass wir hier unsere ganzen allzu bekannten Charaktere haben. Danach kann sie mal... War sie jetzt nicht... Warum gehst du nicht zur Toilette, Mädel? Was ist los mit dir? War das wieder die falsche? War das wieder die Herrentoilette? Dann geh doch hier hin. Ach Gottchen. Das ist echt schlimm bei diesem Gameplay-Pack, ne? Das jetzt in den öffentlichen Lokalen und Clubs und so, die Toiletten getrennt sind nach Männern und Frauen. Ich meine, das ist ja schön, aber dann klickt man so im Eifer des Gefechts auf die Toilette und dann war es die falsche. So, und danach würde ich jetzt gerne hier mit meinem Liebsten ein bisschen romantisch sein. Wir könnten ihm schon einen Heiratsantrag machen, bitte was? Einen Kuss hauchen. Ja, ich bin erstmal dafür, dass sie so ganz langsam anfängt. Sie muss jetzt nicht direkt in die Vollen gehen.
und ihm Heiratsantrag machen. Sag mal, warum machst du das nicht? Wange küssen. Dann küss die Wange. Ich würde ihn auch super gern einladen, über Nacht zu bleiben. Ich meine, dann kann sie nämlich zu Hause duschen gehen. Und eventuell ist dann noch Zeit, wow, für ein Techtelmechtel. Oh, das ist gar nicht schön hier mit der Stinkwolke. Na, wie läuft das so bei euch? Oh, seine Leiste ist aber fast über der Hälfte, also ganz über der Hälfte, fast am Ende seiner was auch immer. Ja, du, wie sieht's aus? Willst du mal bei Nacht bei mir bleiben? Ich habe ein richtig schönes Schlafzimmer. Das wird dir gefallen. Bleibt er über Nacht? Ich hoffe es. Haben wir da irgendwie so eine komische Meldung? Pyjama-Party, das klingt toll. Oh, wie süß. Ja, dann passt mal auf, ihr zwei. Dann könnt ihr von mir aus direkt nach Hause gehen. Da kann sie dann, wie gesagt, noch duschen. Was ist jetzt los? Spinnt das Spiel wieder? So, da sind wir auch schon zu Hause. Und ich werde jetzt direkt mal in die Dusche gehen. Ich hoffe, er kommt rein. Ich ziehe hier so meine Stinkfahne hinter mir her. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht neu bei dieser Challenge dabei sind, neu bei meinen Let's Plays dabei sind oder generell bei den Sims Let's Plays von mir, das Spiel läuft bei mir nicht besonders gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe da auch schon alles Mögliche ausprobiert. Und es passiert relativ häufig, dass das Spiel hängen bleibt, so wie gerade eben. Ich versuche das so angenehm wie möglich für euch zu machen, dass ich dann einfach die Aufnahme kurz unterbreche und ihr so wenig wie möglich davon merkt. Aber nicht, dass ihr da jetzt irritiert seid und euch denkt, was ist da los? Warum hat sie schon wieder Hunger? Hanna, warum hast du Hunger? Das kann doch nicht wahr sein. Warum? Du hast doch vorhin erst die Cannelloni gegessen. Aber zum Glück... Ja, er hat sich einen Salat genommen, das ist gut. Ich werde mir nämlich auch einen nehmen. Wie dunkel ihre Stimme teilweise wird, so gerade die so... Na, setz dich hin, Stefan. Setz dich doch, ist doch alles gut. Ich packe das Buch mal wieder ins Bücherregal. Stefan, setz dich hin. Setz dich doch. Ich finde, er sieht total anders aus mit der Kappe. Generell hat er sehr merkwürdige Sachen an, finde ich. Diese typischen vom Spiel generierten Sims, die immer ein wenig merkwürdig aussehen. Sag mal, wie lange duscht sie denn? Und warum setzt er sich nicht? Was ist denn das für einer? Ich hoffe, sie nimmt sich dann... Oh, Rechnung, stimmt, wir müssen die Rechnung bezahlen. Stimmt. Jetzt nimmt er seinen Salat. Ah, der feine Herr setzt sich mal. Ja, das ist schön. Sie hat sich auch wieder umgezogen. Ja, sie hat wenig Spaß. Das ist jetzt echt ein Problem. Und mit der Energie sieht es auch nicht ganz so gut aus. Aber ich hoffe, wenn wir einen Witz über Aliens erzählen, dass das Ganze dann hier funktioniert und sie doch ein wenig Spaß haben wird. Ja, also, ich würde gerne heiraten. Ja, ich bin auch ein lustiges Huhn, wie du merkst. Ja, ich bin eine ganz witzige. Witzig und vielleicht ein bisschen böse, aber davon weißt du noch nichts. Warum kann ich schon Baby machen? Fesselnde Geschichte? Nee, wir erzählen ihm eine lustige Geschichte. Über Weltfrieden reden? Nee, Tag verschönern. Ja, ein bisschen nett sein, ein bisschen lustig sein und dann gehen wir mit ihm ins Bett. Sawani Jungle. Ja, also pass auf, ich erzähle dir mal einen lustigen Witz, ne? Also, ich kannte nur einen mit einer Herzchenunterhose. Ja, und der hat mich verlassen. Die Ringe wurden zerbrochen wie eine alte Fanta-Dose, die pink war. Ja, ist eine witzige Geschichte, oder? Ja, Comedy-Fähigkeit, ganz bestimmt, Hanna. Er sieht nicht sonderlich begeistert aus, muss ich sagen. Mapsi. Was auch immer Mapsi ist. Ja gut, dann plaudert ihr mal. Oh, sie hat schon Level 2 der Charisma-Fähigkeit. Date planen. Wegen Bestreben Serienromantikerin, ja ganz bestimmt. Planen wir ein Date mit ihm. Ich plane was ganz anderes mit ihm. Macht ihr das Spaß? Nein, auch nicht wirklich. Der Typ ist einfach nicht lustig. Insider-Witz. Zuneigung ausdrücken nach Tagfragen. Ja, also weißt du, ein bisschen siehst ja schon aus wie ein Lama, ne? Sie ist total witzig irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum sie so witzig ist. Du strahlst so schön wie die Sonne, mein Liebster. Ja, du bist der Einzige für mich. Du wirst es auch immer bleiben. Wehe, du spülst deinen Kram gleich nicht ab. Gibt's aber Stress hier. Jenny, einziehen brauchst du noch nicht. Ja, doch, also ich würde wirklich sehr gerne bei dir einziehen. Du bist eine sehr schöne Frau. Ja, ich mag lieber diese Büste, aber davon weiß er nichts. Naja.
wenigstens spült er ab. So. Ja, Spaß. Ist ja ganz fantastisch. Energie ist auch nicht so toll. Wenn du, meine Liebe, jetzt mal ein bisschen schneller essen würdest, dann wäre auch noch Zeit für ein Techtelmechtel. Er hat schon so viel Langeweile, dass er sich ein Buch nimmt. Na toll. Quatsch den doch mal voll, während er da liest. Über letzte Party reden. So, über Weltfrieden nicht unbedingt. Tiefgründige Unterhaltung auch nicht unbedingt. Quatsch ihn einfach mal ein bisschen voll, sodass er nicht dazu kommt zu lesen. Komplimente bei Aussehen machen. Ja, du hast wirklich ein schönes T-Shirt an. Hast du schon mal in den Spiegel geschaut? Du bist wirklich der allerschönste Mann. Ja, mein Auto ist auch sehr schön, aber das hast du ja immer noch nicht gesehen. Ja, und ich bin natürlich schön. Ja, sicher. Ja, so ein Idiot, ey, wenn er wüsste. Ich will mir lieber die Büste angucken. Was hat sie immer mit der Büste? Das ist unglaublich. Das ist echt unglaublich. Sag mal, Typ, wie wär's mit einem Techtelmechtel? Das wäre voll schön. Romantik. In Busch Baby machen? Nein, gerade nicht. Heiratsantrag auch nicht unbedingt. Techtelmechtel. Oh, sie hat fertig gegessen? Lass es stehen, Hanna, du brauchst nicht abspülen. Ich mach das schon irgendwie. Geht mal lieber miteinander ins Bett, um eure innige Beziehung ein wenig zu vertiefen. Na, du, hast du Lust? Du, meine einzig wahre große Liebe? Ja, cool, dann lass mal in mein Schlafzimmer gehen. Trotte mir mal hinterher. Ich bin auch gar nicht müde. So, dann ausziehen, mein Lieber, ne? Oh, schicke Sachen hast du an. Und ab geht's, würde ich sagen. Wie immer das Bett quietscht. Ich finde das so lustig. So viel zum Thema Pyjama-Party. Na, seid ihr da mal fertig, ihr zwei, oder? Oh, und sie ist glücklich. Wow. Leute, seit wann gibt's ein Feuerwerk? Was zur Hölle? Und du schläfst jetzt. Was? Was? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und vor allem dann noch dieses Geldsymbol, so nach dem Motto, ich habe die Alte jetzt bezahlt, oder was? Was zur Hölle war das und warum ist der abgehauen? Also über Nacht bleiben heißt aber für mich wirklich über Nacht bleiben. Und nicht da kurz, ne? Eine Nummer schieben und dann abhauen. Also so geht's ja nicht. Aber gut, wir lassen sie jetzt. Ja. Wir lassen sie jetzt erstmal ausschlafen und dann werde ich direkt die Rechnung bezahlen. So, Madame. Begrüßungskomitee? Was, wie Begrüßungskomitee? Ist da was los? Willkommen in der Nachbarschaft. Die Nachbarn kommen auf einen Besuch vorbei, um dich kennenzulernen und vielleicht bringen sie auch Obstkuchen. Was? Leute, warum? Ich muss erstmal meine Rechnung bezahlen und ich fühle mich total unwohl. Rechnung bezahlen. Die bringen aber alle was zu essen mit. Ist das? Ach nee, ich dachte schon, das wäre die Alyssa. Wer kommt denn da alles? Sagt mal. Jade, Rosa, wer seid ihr? Freundlich vorstellen, Nachbarn hereinbitten. Ja, bitte die halt alle mal rein. Du hast ja auch so ein großes Haus. Das passt ja auch so supi. Das ist ja toll. Muss ich jetzt hier jeden einzeln reinbitten? Nee, die kommen so rein oder wie? Ja, Hallöchen. Es ist toll, dass ihr da seid. Der wäre auch ein super Opfer. Lustig vorstellen. Neuen Nachbarn begrüßen. Ach. Sieh an, das war der aus dem Fitnesscenter, wo ich gesagt habe, der ist auch noch dran. Neuen Nachbarn begrüßen. Sie sieht auch total merkwürdig aus, über letzte Party reden. Weißt du, und sie setzt sich erstmal dahin. Es ist ja schön, dass ihr alle da seid. Ja, freundlich vorstellen. Ist da noch jemand? Es hörte sich gerade so an, als hätte es geklopft. Ich würde aber echt mal gerne was essen. Nimm dir mal ein Gericht. Also ich meine, plaudern brauchst du jetzt noch nicht mit denen. Du kannst dich da vorstellen. Schön, dass wir mal Gelegenheit zum Plaudern hatten. Huch, was ist das denn? Leute, was macht ihr hier? Ich wollte was essen. Du sollst nicht plaudern. Nimm dir erstmal was zu essen. Dann kannst du mit denen quatschen. Oh Gott, ich glaube, er ist total der Idiot. Sie könnte ganz nett sein. Eva Karikiosa. Okay. Ja, nee, fürs Kommen danken. Ja, können wir einfach mal machen. Ja, pass mal auf, also ich erzähle euch mal was. Ich habe einen Typen kennengelernt, hier den Stefan Breuer. Ja, ist ein
schnuckeliges Kerlchen. Sie erzählt irgendwas von irgendwelchen Dinosauriern. Ja, cool. Sind das jetzt die einzigen Nachbarn, die hier kommen? Anscheinend schon, ne? Schade. Ich dachte, es kommen vielleicht ein paar Punkte. Aber wir sollten uns natürlich hauptsächlich hier mit den Männern anfreunden fürs Kommen danken. Freundlich. Fotos teilen muss jetzt nicht sein. Nach Karriere fragen. Mal schauen, was er so arbeitet. Okay. Yips, yips. Yips, yips. Echt, haben wir erstmal volles Haus. Hannah hat erfahren, dass Paolo als Sportler bei die andere Sportmannschaft arbeitet. Okay, das ist aber nicht dieser Fitnesstrainer, ne? Glaube ich zumindest nicht. In welcher Gruppe ist der? Party People. Okay. Ja, schön und gut, dass wir jetzt hier volles Haus haben. Das freut mich. Wir werden vermutlich in dieser Challenge mit einigen Sims reden, einige Freundschaften schließen. Hauptsächlich mit Männern oder mit nervigen Frauen. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe sehr, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Was macht die Trulla? Ey, Trulla, geh weg von meinem Salat. Ey, ihr frisst alle meinen Salat. Das geht doch nicht. Weißt du, Hannah guckt nur so und denkt sich, was zur Hölle. Super. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.